Horst Schlemmer geht in die Politik. Harpe Kerkeling lässt seine Kultfigur als Kanzlerkandidat antreten. Und zwar mit der Horst-Schlemmer-Partei, genannt HSP. Bild traf den Ex-Chefredakteur des Grevenbrucher Tagblatts, Horst Schlemmer, und sprach mit ihm über seine politischen Ziele. Inspiriert haben den Rheinländer seine Gespräche mit den Politikstars. Ich möchte sagen, überrascht oder fast sogar sagen, entsetzt. Weil meiner Ansicht nach kochen die mit Wasser. Und was die nicht können, das kann ich auch. Schlemmer hat große Pläne. Sollte er tatsächlich Angela Merkel ablösen, will er erstmal die Bundeshauptstadt verlegen. Es kommt mir nicht gelegen, dass Berlin die Hauptstadt ist. Eine schöne Stadt, eine herrliche Stadt, hier schläft das Herz der Republik. Aber der eigentliche Nabel unseres Landes ist und bleibt, da machen wir uns nichts vor, Grevenbroich, die Bundeshauptstadt der Energie. Und so wäre mein Wunsch, auch eventuell zumindest das Kanzleramt nach Grevenbroich zu verlegen. Ja. Das wäre praktischer. Mehr Stimmen sammelt Schlemmer bestimmt mit anderen Wahlversprechen. So will er das Rauchverbot und die Verkehrssünderkartei in Flensburg abschaffen. Freies Parken für alle also. Und auch sonst wird sich einiges verbessern. Sonnenbank für alle. Besser auch für die gute Laune. Die haben doch alle so einen Hals, die Leute. Ja. Deswegen Sonnenbank gratis, so teuer ist das nicht. Ja. Da kriegst du halt so eine 10er-Karte für 14 Euro. Also da muss man sich nicht verrückt machen. Da kann der Staat ruhig aufbringen. Ja. Schönheitsoperationen. Es gibt mehr Menschen, die sie nötig haben, als man denkt. Und insofern auch das auf Gasse. Ja, Deutschland muss schöner werden. Ein knackiger Spruch, ein solider Slogan. Horst Schlemmer hat viele Asse im Ärmel und auch keinen Respekt vor den ganz Großen. Und yes, Weekend. Ich gebe zu, das ist geklaut von dem Alabama. Aber es ist ein Knaller. Und deswegen haben wir das übernommen. Und die deutsche Variante ist Yes, Weekend. Mehr Freizeit, auch mehr. Weil es zu wenig ist. Nicht nur Schlemmers und Obamas Wahlsprüche gleichen sich. Es gibt noch mehr Gemeinsamkeiten. Er ist einer der größten Politiker unserer Zeit, der wirklich was kann. Wir werden sehen, inwieweit die HSB diese Dynamik aus Amerika über den Atlantik durch den Rhein nach Grevenbroich rüberschwappen lassen kann. Das werden wir sehen. Mhm. Aber er ist mein politisches Vorbild. Ganz klar. Auch menschlich. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Die Frau ist doch ein Knaller. Fahle Haut und schlechte Zähne. Mal hat er Rücken, mal Gedächtnis. Horst Schlemmer ist nicht der Gesündeste. Raucht dazu Kette und trinkt am liebsten Korn. Fragt sich, wie lange so ein Politiker durchhält. Ich bin ein ehrlicher Politiker. Ich könnte jetzt sagen, das nächste Jahrzehnt ist meins. Aber mein lieber Herr Körbstoffer, da machen wir beide uns nichts vor. Das schaffe ich doch gesundheitlich gar nicht. Also, ich kriege ja jetzt schon kaum Luft. Also ich sage mal, die erste Legislaturperiode werde ich wohl schaffen. Aber danach werden die Karten neu gemischt. Das ist Demografie. Was wirklich geschieht, wird nicht verraten. Erst im Horst-Schlemmer-Film Ich kandidiere, der noch vor der Bundestagswahl in die Kinos kommt.